geht, Leute? Hier ist der Gusua voll im Dress. Ja, was kommt jetzt? Hey, warum sitzt er nicht da? Hey, warum ist er so angezogen? Jo, ich wollte euch mal einfach ein 15k-Abo-Special da lassen. Ja, mit ein paar Fakten von mir, wie ihr, die ihr vielleicht noch nicht kennt und sowas. Also, ja, Roomtour-mäßig habt ihr ja schon erlebt. Das habe ich euch schon gezeigt. Wie gesagt, da bin ich immer am Schneiden. Hier bin ich am Pennen. Das ist nichts Neues, sage ich mal. Ich wollte einfach noch mal ein bisschen was genauer einfach über mich zeigen. Also wie gesagt, arbeitsmäßig bin ich ja bei der Telekom unterwegs. Da kann man leider nicht wirklich viel, beziehungsweise darf man... Sieht man überhaupt die Lampe? Egal. Da darf man nicht so wirklich viel darüber erzählen, beziehungsweise Bilder und sowas sind grundsätzlich verboten. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie das so aussieht bei mir am Arbeiten, dann gebt einfach mal ein HVT Telekom. Dann sucht ihr nach Bildern und eventuell findet ihr dann ein Bild von so einem HVT. Das ist effektiv so, wie soll man sich das vorstellen, das ist ein riesiger Raum in einem Gebäude. Und das Gebäude gehört der Telekom und dort laufen Anschlüsse von, ja, ich sag mal, es ist natürlich von Stadt zu Stadt unterschiedlich logischerweise, aber das ist schon mal gut möglich, dass da so, ja, 5.000 bis 50.000 Anschlüsse, ich muss mal kurz überlegen, ja, kurz Rechner rausgezückt, ja, so irgendwas zwischen 5.000 und bis zu 100.000 Anschlüssen pro so einem Haus einfach da verfügbar sind und da kann man eben drinne schalten und walten und so weiter und so fort. So wie gesagt, da ist es grundsätzlich total verboten zu fotografieren, zu filmen. Deswegen kann ich euch von dort nie was zeigen. Aber jetzt kommen wir mal zur anderen Sache. Also wie gesagt, jetzt wird sie mal ein bisschen umgezogen, hier ein bisschen fresh gemacht und dann seht ihr gleich wieder mehr von mir. Bis gleich. Jo, da bin ich. Ha, fertig, zum Glück. Ja, hier, jetzt seht ihr noch mal was anderes. Ja, mein Handy wieder. Logisch. Jetzt habe ich, die letzten Tage hatte ich es wirklich so, weil ich so relativ, oder die letzten Wochen in dem Fall ja bei euch, weil ich relativ früh zu Hause war, habe ich dann, beziehungsweise in meiner Unterkunft, dazu komme ich aber auch gleich nochmal, habe ich jetzt immer schon eine Decke vorgespannt, die haue ich jetzt mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Ja, ganz einfach, klar, dass der Unterschied zwischen Sonne und normalem Tageslicht im Gegensatz zu den Softboxen nicht zu krass ist. Und ja, deswegen habt ihr bei manchen Videos so einen leichten Orangeschimmer drin. Nur einfach mal, dass ihr wisst, was los ist. Ja, wie gesagt, das sind halt einfach so eine ganz alltäglichen Probleme, die man als YouTuber hat. Und ja, da kann man halt eben sich mit so Sachen ein bisschen helfen. Weil ja, Jalousie, klar, könnte man natürlich auch machen oder irgendwie so ein Rollo. Aber ja, ihr wisst selber, sieht ja alles immer ein bisschen spartanisch aus. So, von wegen spartanisch, da habe ich auch noch was. Es geht einfach darum, dass ich mal meinen Ehering hier tragen sollte. Zack. Und zwar, ihr seht es ja, ich habe das auch immer schon mal wieder angesprochen, ich bin so ein bisschen sehr der Sparfuchs, also jetzt kommen wir mal zu den Fakten, so. Ich bin so ein bisschen der Sparfuchs, ganz klar. Hier seht ihr das Hochbett, was mittlerweile kein Hochbett mehr ist, sondern mittlerweile halt hier, ihr seht es selber hier dran, da habe ich jetzt den Greenscreen befestigt, aber im Normalfall hatte ich das ja auf der Höhe, da habe ich dann einfach umgedreht, weil ich mir dachte, okay, mittlerweile hast du in dem Raum genug Platz, somit musst du es nicht mehr als Hochbett verwenden, nimmst es als normales Bett. Einfach oben die Kanten an der Seite, egal, also auf der anderen Seite seht ihr dann in dem Video zwar nicht, scheißegal, es ist abgesägt die Kanten und dann passt das. Ja, wie gesagt, hier den Tisch habe ich mir ja mal aus dem An- und Verkauf geholt. Also wirklich, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt hier so das übelste Luxusleben, sondern ich mache es halt einfach so, dass ich mir bestimmte Sachen einfach günstig schieße und mich da megamäßig dran erfreuen kann. Also zum Beispiel meine, ich zeig's mal. Meine Schuhe, ja, sind original Nikes, ja, ich weiß gar nicht, was die im Laden kosten und ich nutze sie jetzt einfach als Arbeitsschuhe, aber nur mal so, 27 Euro gebraucht bei eBay, weil ich mir gesagt habe, gut, okay, komm, die müssen jetzt nicht unbedingt neu sein, die sahen wirklich aus wie neu und dann hat das einfach gepasst. Ja, so eine Sachen halt, da freue ich mich halt tierisch dran. Und dann eben auch wiederum andersrum halt so eine Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich weiß gar nicht, wie lange das mittlerweile schon her ist, als ich den Golem versteigert habe, an Eike ging der ja. Hallo nochmal an dich. So eine Geschichte, also ich bin so wirklich so ein krasser eBay, Uber, wie auch immer, weil mir das halt auch megamäßig Spaß macht. Momentan ist halt einfach leider zeitlich mäßig da nicht so wirklich viel Zeit für. Wenn ihr so ein Real-Zeug immer mal sehen wollt, wisst ihr ja eventuell, viele wissen es von euch,
haben es auch schon abonniert, dann könnt ihr auch gerne auf meinem Zweitkanal vorbeigucken. Real Fry Style nennt er sich. Wenn ich es nicht vergessen sollte, verlinke ich das Ding natürlich auch wieder. Nee, beziehungsweise der ist immer in den Videos verlinkt, bloß man guckt natürlich nie drauf. Mal euer Kommentar bitte direkt in die Kommentare zum Thema Beschreibung. Lest ihr eine Videobeschreibung oder lest ihr sie nicht? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt mir ein Video angucke, gucke ich mir die Videobeschreibung, ganz ehrlich, gucke ich mir die Videobeschreibung nicht an. Von daher mache ich mir auch jetzt nicht so wirklich die mega Mühe. Ich hau einfach ein paar Tags rein, beziehungsweise die sind ja standardmäßig vorgesehen. Und dann einfach nochmal ein paar Links, wenn noch irgendwie was sich ändert. Und dann war es das auch bei mir schon. Ich denke mal, wird bei euch nicht anders sein. So, weiter geht's. Was will ich euch noch zeigen? Wie gesagt, eBay halt ist ein großer Teil, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich viele Sachen halt einfach einkaufe. Auch zum Beispiel so eine Geschichten, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich hau's euch einfach mal gegen den Kopf. So eine Geschichten, ich habe hinten da, guckt mal, da hinten seht ihr einen Drucker. Habe halt einfach vorher nachgeguckt, auch wenn es ein Drucker für die Firma ist. Sprich, also ihr habt meine Firma dann bezahlt, ich habe ihn gekauft, habe dann die Rechnung eingereicht, na, scheißegal. So, also, dann habe ich geguckt, was kosten die Druckerkartuschen bei eBay. Einfach, dass man sieht, gut, okay, komm, ich muss die nicht im normalen Laden kaufen. So, aber jetzt genug von dieser Schnäppchengeierei und so weiter und so fort. Achso, viele fragen immer wieder wegen dem Equipment. Oh, was hast du, was hast du, was hast du? Kommt, Leute, lasst es uns einfach mal antun. So, ein T-Bone SC440, da muss ich wirklich sagen, ich hau jetzt mal einfach hier so, da muss ich einfach sagen, ist für die Anfänger unter uns, sage ich jetzt mal, mehr als ausreichend. Ich habe das bei eBay natürlich, so bei eBay gekauft für, ich glaube, 50 Euro oder sowas. Hat ein Stativ mit dran, ja, Stativ ist nicht so der Knüller, also ich hätte lieber gerne so einen Schwanenhals, also sowas Bewegliches, dass man das Mic noch zack nehmen kann und zur Seite schieben kann. Das wäre noch besser, aber für meine Zwecke ist es noch vollkommen in Ordnung. So, dann habe ich mir von meiner Frau mal zum Geburtstag, war es glaube ich, oder war es Weihnachten? Nee, zum Geburtstag habe ich mir die Softboxen kaufen, schenken lassen. Und die sind natürlich nur für die Let's Player oder für die YouTube-Macher wichtig, die halt wirklich auch sich vor der Kamera zeigen. Ansonsten ist das natürlich total Banane. Greenscreen habe ich mich auch für, ich sage jetzt mal, einen etwas besseren entschieden. Und zwar ist einfach die Sache die, dass man, wenn man die ganz, ganz billigen kauft, dass man da einfach, dass der Stoff nicht so richtig schön fällt, dass man Knitter drin hat und das ist dann am Ende scheiße. Und ich wollte euch einfach, ich sag mal, auf keinen Fall einen professionellen, aber zumindest so einen semi-professionellen Touch geben im Bereich Greenscreen. Das sollte schon halbwegs ordentlich ausschauen. So, was haben wir noch? Achso, es kam oft noch die Frage, oh, wie sieht es mit meinem Rechner aus? Hier steht der Gerät. Er ist mega laut, also wirklich mega laut. Ich erwähne immer wieder gerne, oh, ich habe 32 GB RAM drin. Ja, okay, ich habe einen Intel i7 3990K drin, glaube ich. Eine 670 GTX als Grafikkarte und wie gesagt 32 GB RAM. Mittlerweile habe ich zwei SSDs drin, einmal eine 128er, einmal eine 256er, jeweils immer nur die 840 Pro von Samsung, weil die halt ordentlich upsplashern, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, als ich sie gekauft habe, das Maß der Dinge gewesen sind. Weil es ist wirklich so, wenn ihr eventuell irgendwann mal anfangen wollt zu rendern, zu schneiden, wie auch immer, dann kommt man an sowas einfach absolut gar nicht vorbei. Ich zeige nur mal eine Zahl, das sind nicht nur vier Finger, ich meine auch die vier. Das heißt also ungefähr seid ihr viermal schneller beim Schneiden, beziehungsweise nicht beim Schneiden, sondern beim Rendern von Videos, wenn ihr eine SSD habt. Deswegen habe ich mir gesagt, gut, okay, ich habe halt nicht diese Zeit, dass ich jetzt sagen könnte, gut, okay, komm, ey, lass dieses 10 Minuten Video einfach mal, sage ich jetzt mal, eine Stunde rendern. Das geht nicht. Warum geht das nicht? Diese Zeit ist faktisch einfach nicht da. Das heißt, wie auch oft diese Frage kommt, oh, hier, lass mal miteinander skypen oder lass mal zusammen eine Runde spielen und so weiter und so fort.
würde ich super, 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 mega, mega gerne tun. Aber ich habe nur den Montag, also die Hardcore-Zuschauer, die wissen es ja mittlerweile. Ich habe mittlerweile ja nur den Montag und den Donnerstag, den Nachmittag für, oder Abend natürlich auch, logisch, für die Videos. Das heißt wirklich, es muss in dieser Zeit alles richtig, richtig affenschnell gehen. Und dann muss man COC bringen, dann muss teilweise ja mittlerweile Robokraft, teilweise GTA und dann fragen natürlich auch viele, oh, wann kommt wieder das, wann kommt wieder das? Und ich denke mir auch immer, oh, ich will, ich will, ich will. Und die Sache ist halt auch wirklich ganz, ganz wichtig. Ich will, ganz genau. Die Sache nicht, die, also ich habe ja jetzt auch vor, was weiß ich, 30 Sekunden dieses Wort muss verwendet. Muss in Bezug auf, ich muss ja irgendwie ein bisschen Content bringen, aber nicht dieses, oh, ich muss jetzt wieder, ich muss jetzt wieder. Klar habe ich einen Channel, der richtig geil läuft. Aber das ist nicht dieses Gefühl, dieses, oh naja, wenn ich jetzt nichts bringe, dann, oh nee, dann haten sie mich oder dann gibt es ein D-Abo oder sowas. Nein, das ist gar nicht der Fall. Und sobald es auch, wie gesagt, so wäre, dass ich sagen würde, oh, ich fühle mich da irgendwie gezwungen oder sowas, dann hätte ich auch keinen Bock mehr, weil dann... Es ist ja einfach ein Hobby. Es ist ein Hobby, was Geld bringt, muss man auch dazu sagen. Wie gesagt, ich darf darüber ja YouTube-mäßig nicht reden, ganz klare Geschichte. Aber wie gesagt, nochmal, Thema Geld ist einfach wirklich so. Guckt bei Social Blade, www.socialblade.com. Das ist eine Seite, mit der man minimal und maximalen Wert hat, einfach um sich ein bisschen was vorzustellen, was man so bekommt. Ich kann euch sagen, es ist nicht der minimale Wert, das kann ich gut und gerne sagen, zum Glück. Und von daher ist das in Ordnung, aber dass ich jetzt sagen könnte, ey cool, ich hau hier meine Arbeit hin und das war's, so ist es natürlich definitiv nicht. Also nicht, dass ihr denkt, boah, hier 15.000 Subs, jetzt hat er ausgesorgt, so ist es natürlich definitiv nicht. Aber, sind wir mal ganz ehrlich, es ist ein Hobby. Es ist ein Hobby, was sehr, sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Okay, aber... Ich habe ja diese Zeit, ob ich jetzt hier in Hamburg, ich gucke mal hier, zack, zack, zack. So ist mein Ausblick. Nur mal so nebenbei, ja. Also hier nicht, ich bin hier im Ghetto-Style, nein, nein, nein. Also hier ist richtig ordentlich Ausblick, aber der ist mir scheißegal, ich will die bei euch sehen. Deswegen, wenn man jetzt mal überlegt, klar, ich hau jede Menge Zeit rein. Ich hau jede Menge Arbeit halt auch rein, klar. Aber es ist ein Hobby und dieses Hobby bringt dann sogar noch ein gewisses Maß an Geld, na was will man denn mehr, ganz ehrlich, das ist eine coole Geschichte. So, jetzt haben wir das. Jetzt habe ich gequatscht, gequatscht, gequatscht. Ach so, jetzt nochmal so eine andere Sache. Was schaue ich denn gerne auf YouTube? Bei mir geht es oft so, dass ich sage, oh, jetzt müsstest du das Video noch schneiden. Eigentlich hast du jetzt lieber Bock, selber mal auf YouTube zu gucken. Und was gucke ich da? Also gleich das allererste, was mir so direkt ins Gesicht splasht, ist natürlich wirklich JP Performance. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, den Typen von PS Profis, den ja Jean-Pierre Krämer. Finde ich mega geil, stehe ich mega drauf. Wie sieht es bei euch aus? Findet ihr den auch cool oder wie auch immer? Finde ich einfach mega geil, weil mich dieses Thema Autotuning halt mega interessiert. Ich habe sehr viel oder früher auch sehr viel Grip geguckt auf RTL 2 und fand das auch mega geil. Mittlerweile sind sie ja irgendwie so ein bisschen ausgelutscht, immer dasselbe. Und da ist Jean-Pierre Krämer meiner Meinung nach ein bisschen anders. Obwohl die letzte Folge, die ich gestern gesehen habe bei Grip, war auch schon mega geil. Das war richtig cool, so ein Trabi mit 500 PS läuft. Also so ein Scheiß gucke ich immer. Also hier driften. So eine Sache interessiert mich total, also wo ich dann echt sage, boah geil, ich würde am liebsten selber ein Auto haben zum Driften, dann würde ich aber wiederum sagen, eigentlich würde ich es am liebsten haben, nur um die Videos zu drehen oder Videos drehen zu können mit diesem Content. Also sprich, ich bräuchte einfach nur einen Kumpel, der sagt, hey cool, ich habe zum Beispiel einen Nissan, naja, Nissan Skyline ist ein bisschen sehr over the top, aber ich habe zum Beispiel einen 3er BMW, einen 328 zum Beispiel, also mit ein bisschen Power, die haben glaube ich 192 PS, wenn ich nicht ganz falsch liege. Und einfach GoPro ran, richtig Spaß haben und alles ist cool. Oder mit dem Quadrocopter nochmal ein paar Action-Dinger drehen und fertig. Also einfach so eine Sache, um ein Video drehen zu können, hätte ich gerne dieses Auto.
Und mehr eigentlich nicht, weil ich weiß ja, dass ich ein Auto habe. Ich habe, genau, Auto. Was habe ich für ein Auto? Ich habe ein Dienstauto. Mehr brauche ich gar nicht. Das ist ein Peugeot 208. Der hat irgendwie 92 oder 98 PS. Also ruppt jetzt nicht wirklich die Wurst vom Teller. Aber bringt mich von A nach B. Hat eine gute Ausstattung. Also hier Bluetooth drin und USB-Anschluss und Touch-Display und sowas. So ein bisschen hat er halt schon drin. Da hat sich die Firma ein bisschen was kosten lassen, passt also. Ja, das fahre ich beruflich und privat halt eben auch, weil ich dieses Auto privat fahren darf. Wie sieht es aus mit der Wohnung? Ja, die wird von meiner Firma auch bezahlt. Yeah. Ja, also da ist es halt so, ich habe ein Agreement mit denen, ging darum, ich muss effektiv 2 Tage in der Woche in Hamburg pennen, Montag und Donnerstag, deswegen kommen die Videos ja, hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Und habe ich halt mit denen gesprochen, habe gesagt, ey, passt auf, ich habe jetzt keinen Bock von meiner Ecke, also ich arbeite im Normalfall in Altona und Barmfeld, so in dem Dreh in Hamburg, wohne aber in der Nähe von Flensburg, da habe ich mein Haus. Und da ich nicht jeden Tag immer hin und her fahren soll, weil Verschleiß vom Auto und es geht ja auch eigentlich so ein bisschen auf das eigene Gemüt, finde ich wiederum gar nicht, aber egal. So, hat die Firma gesagt, gut, okay, komm, pass auf, du brauchst eine Unterkunft in Hamburg. Und dann habe ich eben auch, Sparfuchs, wie ich halt bin, habe ich mich mit meiner jetzigen Mitbewohnerin zusammengesetzt, habe gesagt, ey, pass auf, wie sieht's aus, komm, lass uns hier so ein Agreement machen und das für uns beide passt. Mittlerweile haben wir so eine hammermäßige Wohnung. Wir haben, da seht ihr, den O2-Router mit der 50.000er Leitung. Dann habe ich auch gleich gesagt, pass auf, das Erste, was kommt, ist definitiv eine 50.000er Leitung, weil es halt eben mit dem Upload passen muss. Ich hoffe, es gefällt euch oder es hat euch gefallen und dass ihr einfach mal wieder ein bisschen mehr von mir wisst. Jetzt war's das. Ich werde mich noch ransetzen, schneid das natürlich zusammen, klar. Und dann gibt es eventuell heute auch nochmal ein anderes Let's Play. Clash of Clans nach dem Update. Und das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal so eine wirklich real Sache halt. Wie gesagt, ansonsten Real Freestyle, mein anderer Channel, den könnt ihr auch halt auch noch abonnieren. Und achso, bitte, auf der Facebook-Seite ist relativ wenig los. Haut mal raus. Ey, einfach mal gefällt mir Button drücken und so weiter und so fort. www.facebook.com/gusor. Da seht ihr dann mich auch und ich denke mal, ich werde sowas mittlerweile immer wieder machen, dass wenn ich mal meinen Real Clan verlasse, also mein Keep Calm, dass ich dann sage, gut, okay, komm, pass auf, ich befinde mich jetzt gerade in dem und dem Clan, dass ihr mal genau Bescheid wisst, wo ich gerade bin. Instagram, gusor-youtube und mehr habe ich nicht. Twitter will ich nicht. Ich stehe nicht so auf Vögel. Hahaha. Und das war's. Ich bin raus. Wie gesagt, ich hoffe, es hat gefällt euch und dann haut mal rein. Wenn ihr mehr so eine Videos sehen wollt, lasst es mich wissen. Wie gesagt, dazu gibt es die Kommentare und dann passt das. Ansonsten finde ich es mega gut, dass es momentan von der Community her immer, immer weiter nach oben geht. Also Like-Dislike-Verhältnis wird immer besser. Auch die Aufrufe selber natürlich mehr. Und was mir auch sehr viel bedeutet, ist halt einfach wirklich, dass die Kommentare halt höher gehen. Und lasst es euch gesagt sein. Also sprich, selbst wenn ich auf einen Kommentar nicht antworte, weil es irgendwann einfach nicht mehr machbar ist, lasst es euch gesagt sein. Das ist nicht schlimm. Ich lese es aber trotzdem. Von daher passt das. Also sobald ihr mir was schreibt, wisst ihr, könnt ihr auch sicher sein, okay, der Guso hat es gelesen. Ob er jetzt antwortet, ist eine andere Sache, aber er hat es auf jeden Fall gelesen. Das war's von mir. Ihr haut rein und jetzt will ich auch das mal machen, was alle so machen.